Die A99 bei München. Matthias Fischer und Andreas Kraulich von der Autobahnmeisterei Hohenbrunn säubern hier die Schlitzrennen. Mit einem speziellen Spülfahrzeug saugen sie den Dreck aus den Gullis und spülen anschließend die Rinne durch. Passt. Warte mal, dieser Schraum, die holen wir so raus. Also das ist ja unser Fangschutz für den Dreck und das Ganze, was sie ansammelt. Und halt auch sowas kommt dann auch öfters daher, so ein Schraum. Wir haben die Schutzplanke da neu gemacht und haben die Schrauben eingesammelt. Das sind die ganzen Schrauben. Findest du überall. Nein, es geht halt schneller. Problem ist halt auch, wenn wir halt irgendwie Firmen haben, die halt Reparaturenarbeiten für uns machen, dann fliegt halt auch immer einiges in die Schlitze rein und wir haben halt dann den Cars. Oder besser gesagt, wir haben das Cheese damit, dass wir das einfach sauber machen müssen. Und das ist halt auch immer, ja, suboptimal. Aufregend rentiert sich nicht. Ist halt einfach so. Schon kleine Schrauben können den Abfluss verstopfen. Bei Starkregen führt das zu Aquaplaning. Gehen wir mal aus, nein. Genau, das ist die sogenannte Spülmaus. Die wird dann eingesetzt in den Schacht und dann wird es mit Wasserdruck durch die Düsen wird's praktisch nach vorn geschoben. Und wenn wir einmal durch sind, gibt dann dahinter das Kommando, dass wir sind da. Und dann zieht er zurück mit der Fernbedienung. Boah, warum heißt der eigentlich Maus? Ja, die heißt Maus, weil sie eigentlich von selber reinarbeiten muss. So, ja. Die hat die Düsen nach hinten und durch den Kanal drin, durch den Druck. Weil die nach hinten rausspritzt, arbeiten sie selber rein in den Kanal, in die Verschmutzung. Wie eine Maus, weil sie sich durchkrabbelt, ja? Genau. Wie viel Bar haben da drauf, Jürgen? Hm? Wie viel Bar? Ja, so 5 Bar ungefähr. Ein 9000 Liter großer Tank versorgt die Spülmaus mit Wasser. Also wir haben jetzt den Schlauch runter, der saugt ein kleines Wasser auf, was die Spülmaus mitzieht nach hinten. Wenn wir ein wenig zurückgehen, dann können wir starten. Genau, jetzt sieht man, wie sie abrollt, weil die Spülmaus jetzt nach vorne geht. Jetzt sehen wir erstmal die Spülmaus bis ganz am Ende von der Schlitzrinne ziehen. Holt den ganzen Dreck raus, den groben. Und dann beim zweiten Mal machen wir den ganzen Feinen, den ganzen Sandzeigel oder so halt einfach den Dreck. Und dann ist es einfach schön sauber. Also Plastik da ist. Da gehe ich vorschauen wegen der Spülmaus, gell? Ja, passt. Ja, ist halt auch wieder so ein Teil, was man gefunden hat. Also Coronavirus, bla bla bla. Ja, im Endeffekt, wenn man jetzt da den Korb schaut, es ist ja nicht groß. Und wenn es jetzt da so reingeht mit dem ganzen Dreck, dann macht es halt irgendwann zu. Und irgendwann ist halt das Regenwasser komplett auf der Fahrbahn. Wir haben eine Überspülung. Und ja, wenn es halt zu extrem ist, das haben ein paar Meister rein auch schon gehabt, dann teilweise sogar die Autobahnfahrbahn sperren, weil einfach nichts mehr gegangen ist, hat es alles schon gegeben. Das sind einfach die Bürger, denen ist das wurscht, weil sie denken, wenn sie irgendwas rausschmeißen, da ist eh einer, der es zusammenrammt. Die Bürger, die haben da kein Verständnis. Das. Inzwischen ist die Spülmaus am Ende der Schlitzrinne angekommen. Ah, herrlich.
An die Tierhalt zurück jetzt. Also man hat jetzt anhand der Wasserfontäne hat man jetzt gesehen, dass wir jetzt am Ende von der Schlitzrinne sind. Dadurch, dass das Signal gegeben hat vom Kollegen, vom Spielbankfahrer, hat er halt jetzt auch das Signal bekommen, okay, jetzt muss er langsam zurückziehen. Und jetzt ziehen wir halt immer Step für Step hinunter zum Gully, da wo es runterläuft, dass wir halt den ganzen Dreck rauskriegen. Und da muss man schauen, je nachdem, wie vom Schmutz her, ob man nochmal durchfährt, und immer so weiter, bis halt irgendwann sauber ist. Fahren wir ein zweites Mal durch, Hubert. Da gerade, genau. Ich als verantwortlicher Vorarbeiter habe quasi dann auf der Baustelle das letzte Wort. Wenn ich sage, der soll nochmal durch die Schlitzrinne durchspüren, dann spürt er natürlich nochmal durch. Knapp 20 Minuten dauert es, diesen ersten Teil der Schlitzrinne zu säubern. Ja, es schaut gut aus. Schaut wunderbar aus, Jürgen. Wie neu. Naja. Inzwischen hat sich auf Höhe der Baustelle ein Stau gebildet. Für Matthias Fischer ein gewohntes Bild. Also die 99, Ringautobahn um München rum, Nord-Süd-Verbindung. Der Verkehr kommt von Norden, will in Süden, Richtung Brennerautobahn, Richtung Italien, Österreich. Es läuft alles über unsere Autobahn. Also es gibt fast keinen Tag, wo wir keinen Stau haben. Wenn das jetzt so läuft wie jetzt, die waren langsam dran vorbei, hupen vielleicht mal, ist das alles in Ordnung. Aber wenn du dann welche hast, die da schimpfen, Hofwanger, oder wir hatten schon, dass sie aus den Autos Müll auf uns geschmissen haben. Das ist natürlich, das ärgert mich persönlich als Straßenwärter, weil wir machen das ja nicht für uns, wir machen das ja für den Verkehrsteilnehmer. Also wir stehen nicht in der Früh um 7 ab oder um 6, wie wir aufstehen, und sagen, Mensch, wir sperren heute die 99, weil uns dann auch lustig ist. Nein, wir machen das alles im Verkehrsteilnehmer. Die Straßenwärter arbeiten sich von Gully zu Gully vor. Insgesamt 212 Meter haben sie heute zu reinigen. Nach gut 2,5 Stunden ist auch dieser Teil der Schlitzrinne von Dreck und Unrat befreit. Also wir haben jetzt die Schlitzrinne gereinigt, sind komplett fertig damit. Wir bauen jetzt dann das Spezialfahrzeug wieder zurück, damit wir auf eine andere Baustelle umsetzen können. Ganz zum Schluss fahre ich dann noch mit unserer Kehrmaschine hier auch mal lang, tue den groben Dreck zusammen, damit das wirklich alles top gereinigt ist. Mit dem heutigen Tag bin ich sehr zufrieden. Das Team, was heute dabei war, hat wieder super miteinander gearbeitet. Das hat keiner für sich alleine gearbeitet. Die Schlitzrinnen waren nicht so sehr verdreckt. Das ist heute auch relativ zügig gegangen. Alles super gelaufen. Die weiteren Schlitzrinnen der A99 stehen dem Team um Matthias Fischer und Andreas Kaulich aber noch bevor.